Wenn du wissen willst, wie du in das Büro von Life Invader hineinkommst, ohne eine Mission spielen zu müssen, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Justus und ich habe ein neues Video für euch. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr in das Büro von Life Invader hereinkommt. Dazu geht ihr einfach in den Story-Modus, habt ihr das, geht ihr einfach aufs Menü, aufs Spiel, dann auf Mission wiederholen und dann auf die Mission Freundschaftsanfrage. Dann startet ihr diese Mission und fahrt in die Nähe des Life Invader Gebäudes. Genau wie bei der Arena fahrt ihr nicht direkt vor den Eingang, aber ihr fahrt, so wie ich jetzt hier ungefähr, ein bisschen von in die Nähe davon. Dann bringt ihr euch einfach einmal um. Habt ihr das, bekommt ihr einen Black Screen, wo wieder gefragt wird, ob ihr in Story-Modus zurückkehren wollt oder ob ihr die Mission noch einmal probieren wollt. Dort wählt ihr dann auf Story-Modus zurückkehren aus. Wenn ihr nun gespawnt seid, könnt ihr einfach wieder zum Büro fahren und dort alles genau erkunden. Es ist einfach ein extrem geiler Ort und es ist extrem geil, einfach mal die Möglichkeit zu haben, sich das Ganze in Ruhe anzugucken. Es gibt dort einige Orte, die ich auch noch nicht kannte und ich spiele jetzt schon wirklich sehr, sehr lange GTA. Insofern, checkt das auf jeden Fall mal aus. An der Stelle bin ich jetzt einfach mal raus. Liken, abonnieren, ihr wisst ja, wie das Ganze läuft. Das Hashtag für heute ist Hashtag iFruit. Und damit bin ich raus. Haut rein, euer Justus.